Wort ist Judith Schwendner von den Grünen. Liebe Zuschauer und Zuschauer, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich die Debatte jetzt verfolge und die vorhergehenden, dann würde ich ja meinen, dass in den Reihen der sogenannten und selbsternannten Familienpartei ÖVP die Lobby in der Landwirtschaft und im Bauernbund größer ist als die für die Familie. Und sonst müssten wir auch nicht hier jetzt noch einmal über eine wirklich unfassbare Geschichte reden, die jetzt schon angesprochen war, den Familienlastenausgleichsfonds, den FLAF, der, und ich würde meinen, wir haben jetzt eine eigene Familienministerin auf Wunsch der ÖVP. Ich würde auch sagen, dass dieser FLAF, dieser Ausgleichsfonds, das wichtigste familienpolitische Instrument überhaupt ist. Und wenn ich in einer Debatte noch dazu beschlossen für 2017, also nicht mal die Budgets, die wir jetzt für 2018, das ist eigentlich nicht jetzt relevant, aber es musste ganz schnell in Nacht und Nebel offensichtlich ganz schnell beschlossen werden. Wenn ich in dieser ganzen Debatte zu dem, dass hier Millionen abgezogen werden für die Dienstgeberbeiträge und Dienstnehmerbeiträge, und ich habe nichts dagegen. Es ist gut, wenn wir den Faktor Arbeit entlasten, aber nicht über den FLAF, ohne zu sagen, wie das gegengesteuert wird. Und in dieser ganzen Debatte kein einziges Wort von der Familienministerin dazu zu hören, finde ich tatsächlich sehr bemerkenswert. Ich verstehe das ganz gut. Ich glaube, Sie haben es nicht verstanden als Familienpartei. In diesem FLAF, aus diesem FLAF heraus, werden ganz relevante Leistungen gezahlt, um Armut in Familien in Österreich zu vermeiden. Die Familienbeihilfe, die Schulbuchaktion, alles Mögliche, was wesentlich ist für Familien. Es ist auch ein wichtiges Ausgleichsinstrument zwischen jenen. Was regen Sie so auf? Sie hätten die Möglichkeiten gehabt, ohne Ende sich da einzuschalten, dagegen zu reden, das zu verhindern, dass der FLAF ausgeplündert wird in den nächsten Jahren. Das wird der Fall sein. Das wird der Fall sein. Und ich möchte Sie an was erinnern. Der Herr Lobatka, Klubobmann, ist leider jetzt nicht da, hat gestern einen ach so aufklärenden, offenen Brief an den katholischen Familienverband und die anderen Familienverbände geschrieben und hat behauptet, nein, Familienleistungen sind in den nächsten Jahren gar nicht in Gefahr. Ja, okay. Die nächsten beiden... Schön, dass Sie mir applaudieren. Die nächsten beiden Jahre wahrscheinlich nicht, weil wir wissen, da gibt es ein kleines Plus. Aber erstens, seien Sie so ehrlich... Seien Sie so ehrlich, dass hinter dem ein riesengroßes Milliardenloch ist. Im Reservefonds des FLAF fehlen 3 Milliarden Euro. Und jetzt erklären Sie mir mal, werte Familienpartei ÖVP, wie Sie das wieder stopfen wollen, das Milliardenloch in den nächsten Jahren. Und ich erinnere den Herrn Lobatka, und vielleicht erinnern Sie ihn, weil er jetzt nicht da ist. 2010 haben Sie auch gesagt, wir müssen den FLAF retten. Im FLAF gibt es zu wenig Geld. Und was ist passiert? Es wurden sehr wohl familienbezogene Leistungen gekürzt, nämlich die Familienbeihilfe von 26 auf 24 Jahre, dank ÖVP, um den FLAF, quasi das Defizit im FLAF zu retten. Und ich schaue mir das an in 2 Jahren, wie die große Familien-ÖVP-Partei da wieder mal Familienleistungen kürzen wird müssen, um in irgendeiner Form das aufrechtzuerhalten, was hinten und vorne fehlt. Und wenn wir den FLAF reden, dann können wir auch reden, ja, es gibt da Leistungen, die betreffen vielleicht andere Ressorts. Aber dann lassen Sie es uns auch, Kollege von der NEOS, wie das auch vorgeschlagen ist, dann lassen Sie uns ganz offen darüber reden, welche Leistungen sollen aus dem FLAF bezahlt werden, welche aus anderen Ressorts, aber offen und transparent und nicht übers Hintertürl, wie Sie es machen und den Familien Geld wegnehmen, was jetzt passiert. Danke, ÖVP. Der Familienlastenausgleichsfonds sei das wichtigste Instrument der Familienpolitik, hebt Judith Schwendner von den Grünen hervor. Nun würden Millionen aus dem Fonds abgezogen, um die Lohnnebenkosten zu senken, und der bereits verschuldete Fonds damit quasi weiter ausgeplündert, kritisiert sie.